würden wir halt wechseln mit dem Speiseskampolo U, speziell für den Unimog. Hier ist halt Unimog, wir fahren nach Wurm. Ganz cool. Da ist das Stück, soweit man weiß, einer von drei, die weiß noch nicht. Der bleibt so, wie er ist, wir nicht installieren. Machen. Und das Lenkrad ist keine Servolenkung, geht also relativ schwer zum Lenker. Wenn es dann rutschig ist, ist es blöd. Drin. Dann haben wir den Splint reingekriegt. So. Theoretisch ist halt fast als Vierte da. Wenn wir den Turm noch einstellen. Ich habe die Gartenvorstellung. Mal die Gartenmoment.
treffe meine. Der Anhänger ist so klar. Ja, man hätte schon hinhauen. Da steht in der Betriebsanleitung, wenn man selber herausfinden, wo die richtige Höhe von dem ist, jetzt kann man da laufen. Natürlich Schwarzblech auch. Das Busati ist der Patentschwarzräumer. Boah! Da haben wir da die Schramm verloren. Das kommt schon rein, aber das ist nicht gut. Weil wenn das groß, das weil gemeint ist, nicht richtig abtrennt ist von dem, das weil noch steht, dann tut sich das Pickup schwer. Ja, jetzt haben wir ein Problem, können wir das nicht drauf rein. Wenn man sagt, ich bin noch kein Profi, leider. Da oben hat es sich jetzt verstopft. Das ganze Teil ist verstopft. Man darf das zurückdrehen, aber jetzt haben wir es nur mal so rausgekriegt. Ah, das ist schön. War dumm Essen drin. Aber die Häckselqualität ist eigentlich schon schön. Gleichmäßig lang, sauber geschnitten, nichts ausgefranst. Das ist echt, ja. Das braucht man nicht, da hackst man schon die Kupplung auf. Alter, ist das gestopft. Von wo kommt das? Ganz klar, zu schnelle Fahrgeschwindigkeit. Wie man denkt, für den brauchen wir bei einer Schwabreihen zum Aufnehmen noch keinen Gerichtgang, weil ich habe das Gerichtganggetriebe nicht verbaut. Anscheinend brauchen wir es da. Die arme Kupplung vom Mack. Macht es das nicht nach? Ja, aber. Ne? Ja, das ist halt jetzt ein bisschen zusammendetscht da drin. Aber das ist nicht schlecht. So hätte ich mir für das Video nicht vorgestellt. Aber wenigstens wird es jetzt nicht langweilig. Thank you.
Aber siehst, alles schön geschnitten, muss man echt sagen. Und auch gleichmäßig geschnitten, 30 mm, da kann man nichts sagen. Aber ich weiß jetzt nicht, warum es schon wieder verstopft ist. Das muss ich mir alles noch mal anschauen. Und dann müssen wir das Gerichtganggetriebe einbauen, ein bisschen langsamer fahren. Bleib schnell, das ist so drunter her, Alter. Ich mag doch auch mal große Lieren, aber wir brauchen einen Gerichtgang. Es ist ein bisschen anders ausgegangen, weil wir geplant haben. Aber ich hoffe, ich habe zu weit gefahren. Jetzt fahren wir einen Häcksler in einen neuen Schupfer. Und ja. Schaut euch die T-Shirts an, es ist der Sommer, da wird es doch alles schön sein. Ja, so, leider ist das Video jetzt auch schon wieder gegangen, aber da zieh ich nicht runter. Wenn ihr ein Abo da lasst, werdet sofort informiert, wenn das nächste Video kommt. Ich wünsche euch auch viel Spaß mit denen und mit den alten Videos. Gibt es auch noch interessante Sachen zum Sehen. Nächsten Highlights kommen, der Mock will immer was zum Tun. Schaut euch gerne eine Collection an, dann fährt der Mock auch mal zu eng.